Nvidia hat ziemlich gute Zahlen vorgelegt und da stellt sich jetzt doch wirklich mal die Frage, wie teuer ist denn die Aktie dann jetzt wirklich, wenn wir denn jetzt so tolle Ergebnisse haben? Und was ich damit meine, wirst du gleich bei unseren fairen Werten sehen. Ich habe mich ja eigentlich darauf spezialisiert, die Tiefpunkte von Aktien fundamental und technisch zu bestimmen. Das heißt, ich suche immer Aktien raus, die ja gerade hier unten sind in so Bewegung. Hier unten in grün siehst du die Vorschläge von meinem System, wann man denn mal einsteigen könnte. Wenn du wissen willst, welche Aktien das gerade sind, die dieses Signal haben können, komm mal zu uns in den Investmentclub. Ich schicke auch jeden Tag einmal die Liste raus mit allen Aktien, die jetzt gerade heute genau dieses Signal hier haben. Also guck mal da auf jeden Fall vorbei. Ist eine super Ergänzung zu deiner Strategie momentan, zumindest wenn du günstige Aktien haben willst. Heute möchte ich mir mit dir allerdings einmal die Nvidia-Aktie hier anschauen. Und du siehst jetzt hier die phänomenale Kursentwicklung von Nvidia. Wie gesagt, letzter Einstiegszeitpunkt von uns war jetzt hier in 22. Ja, wäre natürlich ziemlich genial gewesen. Funktioniert auch relativ gut, ja. Bei Nvidia im Großen und Ganzen unser System. Immer mal wieder haben wir so ein Fehlsignal. Ne? Also wir sehen es hier zum Beispiel, hatten wir das Signal ein bisschen zu früh einmal, ja. Aber ist halt die Frage, ob man dort ausgestoppt worden wäre oder nicht. Ne? Also hier, man hätte einen Stop bis zu 20% wählen müssen, um dort nicht ausgestoppt zu werden in diesem Moment. Ja, aber ist auch egal. Jetzt ist auf jeden Fall die Aktie unglaubliche 576% gelaufen. Und wenn wir einfach mal so die Historie durchgehen und mal schauen, was für Bewegungen wir sonst so hatten, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Bewegung, die dort mithalten kann, und das ist diese hier. Dort ging es mal 1048% rauf, ja, und das innerhalb von 2016 bis 2018, also so gut nur 2 Jahre circa. Wenn wir noch weiter zurückgehen, sehen wir, dass eine ähnliche Bewegung so ein bisschen ihresgleichen sucht, ja, bei der Nvidia. Wenn wir hier Richtung Dotcom-Blase gehen, ist es auch so, dass wir keinen Anstieg in der Größenordnung hatten wie bisher. Also einfach auf den allerersten Blick sehen wir, dass wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir nochmal so einen ähnlichen Anstieg kriegen, vielleicht bis zu diesen 1000%, so wie wir das jetzt halt als letztes hatten, also dieser größte Bewegung. Und der Frage möchte ich jetzt mit dir einmal nachgehen. Ja, Nvidia hat gerade seine 2024er Zahlen veröffentlicht. Jetzt fragst du dich vielleicht, hä, 2024er Zahlen, wie geht das denn? Naja, das liegt halt an deren Geschäftsjahr, ne? Deren Geschäftsjahr geht immer, ich glaube, bis März, also von März bis März, und das 2024er Jahr endet bei denen halt im März. Deswegen sind die Zahlen jetzt gerade veröffentlicht worden. Und wir können sehen, Nvidia hat ja schon immer, ist auch schon immer eigentlich ein schöner Wachstumskonzern. Und was wir halt sehr, sehr schön sehen können, ist, dass wir ein unglaubliches Gewinnwachstum hatten. Ja, also wir sind halt wirklich mal eben von 4,4 Milliarden Gewinn jetzt hochgeschossen bis auf 34 Milliarden. Das heißt, der Gewinn hat sich vervielfacht jetzt gerade. Und das ist wirklich eine spannende Situation und eine spannende Entwicklung. Insbesondere, wenn du dir mal anschaust, was jetzt mit den Umsätzen bei Nvidia passieren soll in den nächsten Jahren. Ich will jetzt gar nicht so richtig tief auf die Gründe darauf eingehen, weil wir wollen uns wirklich hardcore auf die Aktie fokussieren. Aber im Großen und Ganzen profitieren sie natürlich stark von diesem ganzen KI-Boom und ihrer Spezialisierung auf die zugehörigen Chips. Wenn wir uns die Marktkapitalisierung dazu einmal einblenden, dann siehst du jetzt hier das entsprechende Bild der Marktkapitalisierung. Und dort kannst du halt diesen phänomenalen Anstieg sehen, hier zurückgehen bis 2019, ja, wie der Aktienkurs einfach durch die Decke gegangen ist. Und das Problem, was wir jetzt so ein bisschen an der Geschichte halt haben, ist natürlich, dass der Aktienkurs viel stärker angestiegen ist als das zugrunde liegende Unternehmen. Und das ist halt die Situation, mit der wir jetzt halt irgendwie umgehen müssen. Interessant ist auch, dass wir jetzt noch viel, viel teurer sind. Ja? Wir sind jetzt gerade bei 2,2 Billionen Dollar, ja, bei Nvidia. Und das ist natürlich ein ziemlich verrückter Wert, wenn man mal überlegt, dass alle Waren oder alle Fabriken und so weiter, was die Nvidia hat, gerade mal 65 Milliarden wert ist. Ja? Das heißt halt, gerade mal 3% des Börsenwertes ist wirklich Fabrik oder ähnliches. Ja? Das heißt, für jeden Euro, den du investierst, bekommst du 3,7 Cent an irgendwelchen
Fabriken und so weiter. Wobei das Verrückte ist, diese 3,7 Cent, ja, die bekommst du nicht mal in Form von Eigenkapital, sondern das ist wirklich nur Größe des Unternehmens und ein Drittel davon sind ungefähr noch Schulden. Ja? Also das ist einfach so der Preis, den du aktuell für Nvidia bezahlst. Und ob dieser Preis gerechtfertigt ist oder nicht, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Ich bin der Meinung, dass wir definitiv eine Übertreibung gerade haben. Andererseits kann man da auch anderer Meinung sein. Und warum du anderer Meinung sein kannst, siehst du jetzt hier in meiner Schnellübersicht. Das Interessante ist, wenn wir uns hier unten einmal die fairen Werte anschauen, dann siehst du, dass wenn wir den fairen Wert in Bezug auf den Gewinn betrachten, wir tendenziell noch 100% Potenzial haben. Das heißt, in Bezug auf den Gewinn war Nvidia im Durchschnitt 110% teurer, als sie momentan sind. Und das ist halt schon wirklich eine verrückte Sache. Wir können auch sehen, im Schnitt historisch ist ungefähr Nvidia 30% pro Jahr gewachsen. Also was heißt historisch jetzt innerhalb der letzten Jahre? Und das Durchschnittswachstum jetzt, was prognostiziert ist, liegt sogar bei 71%. Ja? Das heißt, wir haben einfach ein phänomenales Wachstum bei einer unglaublichen Umsatzmarge und auch bei einer unglaublichen Unternehmensrendite. Das heißt, wir haben ein absolutes Top-Unternehmen an der Stelle. Und interessanterweise ist es halt so, dass bezogen jetzt auf die geschätzten Gewinne im nächsten Jahr, wir ungefähr eine Investmentrendite von 5% haben. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja? Das heißt, wenn du einen Euro in Nvidia investierst aktuell, bekommst du nur 3,9 Cent Eigenkapital, aber du bekommst 5,1 Cent Gewinn. Das heißt, dieser Laden ist unendlich profitabel aktuell. Und das ist das, was es so spannend macht. Das ist das, warum die Aktie so gehypt wird und in gewisser Weise auch berechtigt gehypt wird, weil sie natürlich einer der größten Profiteure momentan aufgrund der aktuellen KI-Entwicklung sind. Um dir das Ganze noch einmal so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich dir jetzt hier einmal den KGV-Chart, KBV-Chart und so weiter mitgebracht. Wir starten einmal mit dem KBV-Chart. Also das ist jetzt der Vergleich vom Kurs im Vergleich zum Eigenkapital, also wirklich im Vergleich zum Wert, den das Unternehmen hat. Und dort kannst du jetzt sehr schön sehen, wie jetzt einfach die Aktie immer teurer geworden ist. Und zwar eigentlich seit 2015 sind wir jetzt in so einem extremen Aufwärtstrend, wobei wir auch hier ja, so extreme Abwärtsschwünge hatten. Du siehst es hier, wir sind jetzt hier zum Beispiel mal von 23 wieder runter auf 8 oder hier von 34 runter auf 12. Ja, also wir haben hier quasi so zwei Drittel verloren immer hier in diesen Korrekturen. Und das ist sicherlich was, was jetzt auch für hier oben durchaus nicht unrealistisch ist, dass wir einfach nochmal andere Bewertungen kriegen. So, das ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Sehr interessant wird es jetzt aber, wenn wir uns das KGV einmal anschauen. Also das ist jetzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im historischen Vergleich. So, und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal den Gewinn als die wichtigste Kennzahl, dann könnte man durchaus argumentieren, dass jetzt momentan einfach aufgrund der neuen Zahlen, hier siehst du das Ergebnis der neuen Zahlen, ja, also die neuen Zahlen wurden veröffentlicht und dadurch ist jetzt das KGV wieder stark gesunken. Ja, es war bei 243 und ist dann jetzt runtergegangen, aktuell April 73, 77. Ja, was von der Bewertung her zwar immer noch eine relativ hohe Bewertung ist, zumindest wenn ihr die Zeit, ich sag mal so, von vor 2020, also ich sag mal vor diesem ganzen KI-Hype, betrachtet, dann muss man wirklich sagen, jo, alles klar, damit sind wir gerade relativ hoch bewertet. Ja. Wenn man jetzt allerdings die Zeit danach nimmt, muss man sagen, ja, das geht eigentlich. Ne? So hoch ist die Bewertung gar nicht. Jetzt ist die Sache aber die, Nvidia ist ja ein Wachstumskonzern. Deswegen ist meiner Meinung nach die Hauptkennzahl, auf die wir gucken sollten, eigentlich das Kurs-Umsatz-Verhältnis, um den Preis zu bewerten. Und das können wir jetzt hier einmal sehen. Und das vom Kurs-Umsatz-Verhältnis her ist es halt so, dass wir durchaus eine recht hohe Bewertung mit 36 aktuell haben, einfach im historischen Vergleich. Also Kurs-Umsatz-Verhältnis von 36 ist immer astronomisch hoch, ja. Aber auch im historischen Vergleich bei der Nvidia ist der Wert durchaus relativ hoch. So, jetzt kann man sich aber trotzdem mal fragen, okay, wie weit könnte es denn eventuell gehen mit der Nvidia-Aktie? Weil viele von euch sind ja investiert. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was mache ich denn damit? Und das ist jetzt halt so ein bisschen das Problem, dass man halt überlegen muss, okay, wo könnte die Reise hingehen? Wenn wir sagen, wir nehmen jetzt mal das Kursumsatzverhältnis von 2023 Juli,
dann war das ein Kursumsatzverhältnis von 45. Wenn man das jetzt einfach mal zugrunde legen würde, dann wäre das ein Anstieg um 25%, der durchaus noch realistisch ist auf dem aktuellen Level. Wenn wir ein ähnliches Wachstum erwarten wie hier, also dass man davon ausgeht, hier diese Swings werden jetzt nochmal wesentlich mehr, dann würde man erwarten, dass es ungefähr bis hier oben so geht. Und das wäre dann ein Anstieg ungefähr um 45% vom aktuellen Level. Das heißt, wenn wir das jetzt einfach mal machen und uns mal überlegen, was heißt denn das jetzt für die Nvidia-Aktie, wo könnte es denn jetzt hingehen, ja? Dann wären die 25%, das wäre quasi der Swing, der jetzt auf das gleiche Level vom Kursumsatzverhältnis gehen würde, wäre so ungefähr bei 1100. Wenn wir den extremeren Swing nehmen würden, der so in Richtung 45% geht, würden wir von 1250 sprechen. Das wäre also so ein bisschen der Wert, der so, ja, ich sag mal, auf jeden Fall vertretbar wäre. Ja? Einfach aufgrund der Art und Weise, wie die Nvidia-Aktie momentan gehandelt wird, würde ich sagen, ist das durchaus eine Bewegung, die jetzt nicht super unrealistisch ist. Was so ein bisschen dagegen spricht, dass wir da jetzt hochschießen, ist natürlich, dass wir gerade an dieser neuralgischen Marke von 1000 US-Dollar sind. Und das jetzt natürlich so die Frage ist, ja, geht sie da durch oder nicht? Hintergrund für den Gedanken ist natürlich, dass ganz viele vielleicht gesagt haben, hey, ich habe in die Aktie investiert. Ja gut, wenn sie auf 1000 geht, dann verkaufe ich sie. Ja? Und das ist eine, deswegen ist das eine, ist einfach normalerweise ein sehr starker Widerstandsbereich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir natürlich hier jetzt irgendwie eine Rücksetzerbewegung bereits auf diesem Level sehen werden. Ich habe auch keine Glaskugel und weiß es natürlich nicht hundertprozentig genau. Wir können ja auch mal reinschauen, was die Saisonalitäten sagen von der Nvidia-Aktie. Wenn du regelmäßig Updates zur Nvidia haben willst, dann lass doch gerne mal ein Abo da. Guck mal hier, das ist nämlich die Übersicht, wie ich meinen Kanal aktuell betreibe. Das heißt, wir haben so einen vierwöchigen Rhythmus, wo wir regelmäßig ja, so die spannendsten Aktien covern. Das heißt, in 4 Wochen werden wir uns wieder mit der Nvidia-Aktie beschäftigen. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wo die Aktie dann stehen wird. Das heißt, mein Ziel wird jetzt sein, dass ich mit dir jetzt ein paar Szenarien entwickle und dann wir mal gucken, welches Szenario denn in 4 Wochen davon dann eingetreten ist. So, als nächstes schauen wir uns einmal an, was sagt denn die Saisonalität bei der Nvidia-Aktie. So, hier siehst du jetzt erstmal die Saisonalität in Bezug auf das Wachstum der Nvidia-Aktie. Und wir können hier sehr schön sehen, wir haben doch tatsächlich im Schnitt in den letzten 10 Jahren 67% Rendite pro Jahr gemacht. Also das ist schon wirklich ziemlich verrückt. Wenn wir das Ganze auf 25 Jahre hochziehen, ja, dann ist es so, dass wir in den letzten 25 Jahren 36% Rendite pro Jahr im Schnitt gemacht haben. Also du siehst, Nvidia war auf jeden Fall eine Aktie, wo es sinnvoll gewesen wäre, wenn man die ganze Zeit dabei gewesen ist. So, ganz spannend ist, es gibt so ein paar Monate, die stärker und die schwächer sind bei der Nvidia-Aktie. Und das kannst du jetzt hier unten sehen. Also in Bezug auf die letzten 25 Jahre war der April, Juni, Juli und September waren jeweils so die schlechtesten Monate, wenn man so will. Wobei der Rücksetzer im Schnitt halt irgendwie so bei 1% lag. Also die Aussage ist im Endeffekt, im April passiert normalerweise nicht sonderlich viel und das kannst du jetzt hier auch sehen. Da haben wir hier normalerweise hier so eine Plateaubildung. Bisschen besser erkennen kannst du das Ganze noch, wenn wir das Ganze hier nivellieren. Das heißt, wir nehmen das Wachstum des Unternehmens raus und gucken einfach, hey, was sind so starke und was sind schwache Zeitpunkte. Und da sehen wir, dass gerade die Monate Juni, Juli tendenziell eher relativ schwach sind. Wenn wir uns diesen Zeitraum mal angucken, dann ist es so, dass die Aktie im Schnitt in diesen 2 Monaten halt 8,8% verloren hat, wobei die Rücksetzer sehr, sehr unterschiedlich sind, ja. Wir hatten hier im Jahr 2002, also nach dem Platzen der Dotcom-Blase, ging es dort mal 60% runter. 2004 ging es auch über 50% runter. 2008 ging es ebenfalls über 50% runter. Das waren jetzt alles natürlich Extremereignisse, ja, das muss man ganz klar dazu sagen. Und ist natürlich die Frage, inwieweit das jetzt halt auch realistisch ist für die nächste Zeit. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt erstmal sagen, ist die Zeit so bis, naja, bis so Anfang Juni, ja, also jetzt noch so gut 1,5 Monate, die Zeit, wo die Aktie potenziell noch recht gut laufen sollte. Und dann ist es relativ realistisch, dass wir einen Rücksetzer sehen werden. Ja, wenn wir diese Zeit uns jetzt einfach mal anschauen, von jetzt bis Anfang Juni, ja, und einfach mal gucken, was hat die Aktie dort historisch gemacht, dann können wir das jetzt hier sehr schön sehen, die unterschiedlichen Renditen in den verschiedenen Jahren.
Und es gibt durchaus Jahre, in denen wir fast 50% gemacht haben, zum Teil sogar mehr als 50% in diesem Zeitraum. Ja. Aber immer mal wieder, nämlich ungefähr in 40% der Fällen, war es so, dass wir halt wirklich Verluste hatten in der Zeit. Und zwar reden wir so ungefähr um Werte so um die 15%, die dann halt in diesen anderthalb Monaten quasi verloren wurden. Jetzt ist bei mir gerade Wochenende. Das heißt, der letzte Kurs, den ich so zur Verfügung habe, ist der von Freitag gerade. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt ja in 4 Wochen wieder ein Video, das wäre dann ja ungefähr in einem Monat. Wir nehmen jetzt mal irgendwie Anfang Mai. Ja, das wäre dann also bis hierhin. Und die realistische Range, die wir dort haben, wäre plus minus 20%. Ja? Also plus 20%, das wäre knapp über 1000, minus 20%, das wäre hier so um die 700 US-Dollar rum. Und das ist so die Range, in der es, denke ich, realistisch ist, dass die Aktie sich bewegt bis zu meinem nächsten Video. So, meine Prognose ist, dass wir eher in Richtung 700 gehen, ehrlich gesagt, ja? Also ich würde mal vermuten, dass die 1000 ein relativ starker Widerstandsbereich sind und wir deswegen diesen Rücksetzer durchaus sehen könnten. Ob es jetzt wirklich bis 700 geht, das weiß ich natürlich auch nicht. Ja, ein weiterer realistischer Wert wäre so 750 ungefähr. Also 750, 700, das ist so irgendwie die Preisrange, die ich jetzt mal erwarten würde bei der Nvidia. Aber ich meine, eins ist auch klar, ne? Wir haben mit diese Seitwärtsphasen zum Teil und dann ist es so richtig hochgeschossen. Wenn natürlich so eine Bewegung kommt, ich kann dir das nochmal einzeichnen, ja, da ist ja hier innerhalb von kürzester Zeit hier 62 und dann nochmal 40% Rendite gemacht worden. Und wir haben jetzt sogar einen relativ starken Rücksetzer gerade mit 10% auf dem aktuellen Level. Also sind schon ein bisschen hoch, aber so im Großen und Ganzen ist das ein relativ starker Rücksetzer hier in der Aufwärtsbewegung. Ne? Du kannst es hier sehen, die meisten waren hier so um die 10% ungefähr. So ein paar gab es, die so in die Größenordnung 16, 17% ging. Das heißt, ja, also wenn die Aktie sich treu bleibt, sollte der Rücksetzer eigentlich nur so hier so bis 800 bis 750 gehen. Mehr wäre schon eher ungewöhnlich, aber nichtsdestotrotz, ich halte es nicht für unrealistisch, dass wir jetzt da runterkommen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich vermute, wir sind nicht über den 1000 und wir sind eher so in der Größenordnung 700 rum, auch wenn die Informationen und die Zahlen gerade wirklich eigentlich sehr, sehr gut sind. Ja, du siehst ein ziemlich verrücktes Bild bei der Nvidia-Aktie und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch jetzt nicht gedacht hätten, dass ich das so rausarbeite, was ich jetzt getan habe bei der Nvidia-Aktie. Viele denken ja, dass ich immer nur sage, hier verkaufen, verkaufen oder so, aber an der Stelle muss man wirklich sagen, es ist nicht unrealistisch, dass wir wirklich so eine 1000%-Bewegung bei Nvidia sehen, weil wir einfach vom Gewinnwachstum her gar nicht mal so teuer sind und wir wirklich theoretisch noch 100% Potenzial haben und dann wären wir ja logischerweise noch wesentlich höher, ja, als jetzt die 1000%. Und deswegen kriegt die Aktie von mir auf jeden Fall eine okay, ja, dass sie noch weiter steigen kann. Ist es eine bescheuerte Bewertung? Ja, natürlich, ja. Also ist es ein Buy and Hold Investment? Vielleicht musst du überlegen, wie starke Rücksetzer du ertragen willst, ja. Ich finde es übrigens ganz interessant, noch einen Aspekt vielleicht, und damit schließen wir dann vielleicht unsere Überlegungen ab. Schau dir nochmal die Rücksetzerbewegung an, die wir hier hatten, von 2021, Ende 2021, jetzt hier bis Ende 2022. Ja, also das war ungefähr ein Jahr und innerhalb von diesem Jahr sind wir hier ungefähr 65, 70% halt runtergegangen. So. Und was ich daran interessant finde, ist, dass das so ein Pattern ist, was ich für sehr realistisch halte, dass wir das auch bei der Tesla-Aktie sehen werden. Nur, dass wir bei Tesla jetzt gerade hier so irgendwo sind. So, bei Tesla haben wir das Bild hier gerade. Und da hatten wir hier halt diesen Rücksetzer, der so in die Größenordnung 75% ging. Jetzt gerade auf dem aktuellen Level sind wir so bei 58. Und für mich ist Tesla durchaus gerade ein sehr interessanter und sehr spannender Kandidat, um das Ganze vielleicht mal auszuprobieren. Wenn du dich dafür interessierst, Tesla-Video war vor 2 Tagen, also dementsprechend guck doch einfach mal rein. Wir verlinken dir das jetzt vielleicht auch einfach hier. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag im Investment Club, 19 Uhr. Nimm gerne kostenlos teil, fokusinvestor.de, trag dich ein und dann kriegst du auch die Einstiegssignale, wie jetzt zum Beispiel hier gerade bei Tesla.
Und von daher würde ich sagen, mach dir einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Video oder halt am Donnerstag im Investment Club. Mach's gut, ciao.